haben die ersten Christen einfach beweisen wollen, dass zum Beispiel eine Schrift wie das Matthäusevangelium zur Bibel gehört und göttlich ist? Wie ich schon im letzten Video habe anklingen lassen, hatten die ersten Christen ganz schön viele Schriften zur Verfügung und sie mussten eher schauen, welches gehört denn dazu, welches gehört denn nicht dazu, welches ist göttlich, welches ist nicht göttlich. Und somit haben sich verschiedene Kriterien herauskristallisiert, nach denen sie diese Schriften bewertet haben. Ein Kriterium war, dass man gesagt hat, die Schriften müssen von einem Augenzeuge Jesu verfasst worden sein oder von jemand aus ihrem Wirkungskreis stammen. Der zweite Punkt war, dass ganz viele Christen diese Schrift als göttlich inspiriert anerkannt haben. Und der dritte Punkt war, dass diese Schriften von ganz vielen Gemeinden allgemein anerkannt gewesen sein mussten. Und für umstrittene Schriften war es ganz wichtig, dass der Inhalt von denen nicht dem widersprach, was von wirklich anerkannten Schriften schon gelehrt wurde. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Origenes erwähnt in seinen Kommentaren zu den biblischen Büchern, dass es vier Arten von Schriften gibt. Die unwidersprochenen Schriften, dann die umstrittenen Schriften, dann die privaten Schriften und die Fälschung. Zu den unwidersprochenen Schriften hat er zum Beispiel im Matthäus-Kommentar Folgendes geschrieben. Zuerst wurde das Evangelium nach Matthäus, dem früheren Zöllner und späteren Apostel Jesu Christi, für die Gläubigen aus dem Judentum in hebräischer Sprache geschrieben. Zu den Umstrittenen schreibt Origenes zum Beispiel in seinem Kommentar zu Johannes Apokalypse Folgendes über Johannes. Auch hinterließ er einen Brief von ganz wenigen Zeilen. Auch noch einen zweiten und dritten Brief mag er geschrieben haben. Dieselben werden jedoch nicht allgemein als echt anerkannt. Das hat sich dann im Laufe der Zeit geändert übrigens. Private, da erwähnt er zum Beispiel auch eben den Hirte des Hermas, der gut ist, um privat gelesen zu werden. Bei Fälschung möchte ich mal den Eusebius zitieren. Der hat in seinem Werk zur Kirchengeschichte Band 3 Folgendes geschrieben. Und die Petrus-Apokalypse sind, so viel wir wissen, nie zu den katholischen Schriften gezählt worden. Kein Kirchenschriftsteller der alten oder neuen Zeit verwertet sie als Zeugen. Somit können wir sagen, die ersten Christen haben nicht Schriften hergenommen und gesagt, wir wollen beweisen, dass die göttlich sind, sondern sie haben sich alle vorhandenen Schriften angeschaut und wirklich geschaut und herausgefiltert, welche sind Gottes Wort und welche nicht. Welche sind authentisch und welche nicht. Noch weitere Informationen zu dem Thema stelle ich euch unten in die Beschreibung rein. Da könnt ihr noch ein paar weitere unwidersprochene Schriften, umstrittene Schriften und private Schriften sehen und auch Fälschungen werde ich euch dort hineinschreiben. Ansonsten gilt wie immer, lasst uns einen Kommentar da, lasst uns ein Like da und abonniert den Kanal. Wir sehen uns.